Ja.
Moin, Leo. Tja, wo ist denn der Regen? Wieder nichts. Okay. Das wird Zeit zum Saubern. Auch guten. Reini, Frühstück. Hi, Digi. Du bist eine 3. Ja. Und zu. Reini.
Ja, jetzt haben wir 6 und jetzt ist endlich Feierabend. Donnerwetter. Ja, die Zeit, die vergeht. Ich war arbeiten und warum ist es 6? Ja, war heute spontan. Ich habe eigentlich gedacht, ich zeige euch in diesem Video mal meinen Arbeitsablauf, weil sich das gewünscht worden ist. Und jetzt an dieser Stelle erstmal herzlich willkommen zum Video. Ja, konnte ich euch meinen Alltag so nicht zeigen, weil der Alltag heute ein bisschen durcheinander gebracht war. Warum war er durcheinander gebracht? Ich habe mir heute wieder was gekauft, habe mir wieder was gegönnt. Habe ich ja eigentlich schon, aber doppelt hält besser. Oder ich sag mal so, für Ersatzteile ja nie verkehrt. Und außerdem ist der ja noch ein Ticken besser, weil er noch was drin hat, was mir noch gefehlt hat. Ja, von was labert der denn? Apropos, der da steht da, weil er bei uns TÜV gemacht kriegt, den Monat jetzt, also im August kommt der TÜV. Und dann ist das Ding auch mit TÜV dran. Ja, und von dem, was ich rede, das steht da. Oder war es doch da? Ist das Firmenauto. Der Häcksler? Nein, natürlich auch nicht. Nein, da steht's. Spaß. jetzt spinnt er. Schon wieder ein Eicherpflug. Was will er denn mit noch einem? Ich dachte, er hat schon einen. Und wieso und weshalb? Warum habe ich mir den gekauft? Ah, der war günstig. Gibt's günstigere? Ja, ich weiß. Ist ein AG 105. Hat gekostet 150 Euro. Stand in Kronach hinten. Warum habe ich den gekauft? Punkt 1. Der hat die Messersäche bzw. Vorschäler dran, die mir fehlen. Perfekt. Optimal. Hier vorhanden. Und der ist ein bisschen anders aufgebaut wie meiner. Meiner hat ja diese Eisen hier dran, wo eigentlich die Vorschäler reinkommen. Und der hat die da oben drin und hat dafür, wie man hier unschwer erkennt, eine Feder. Wozu ist die Feder gut? Die Feder ist ganz einfach dafür gut. Es ist eine Steinsicherung für den Flug. Und bei meinem Boden ist die nicht verkehrt. Hat sich jetzt so ergeben. Jetzt habe ich einen Flug mit Steinsicherung. Wieder ein Eicherpflug. Ja, Midi-Messersäch dran. Günstig erworben. Den werde ich einmal gründlich sauber machen. Dann schaue ich einmal, was hier dran verwendbar ist für meinen. Und dann werde ich höchstwahrscheinlich aus 2 Flügen einen bauen. So der Plan. Ich weiß noch nicht, ob ich den Bock von dem da behalte, weil der ist in schlechterem Zustand, der Bock vorne, wie meine. Ziemlich zusammengegammelt, runtergeranzt. Und B, der ganze Kurbelmechanismus vorne ist ziemlich ausgenüdelt, ist nicht mehr so toll. Ja, es funktioniert zwar eigentlich, oder auch nicht, aber naja. Von daher werde ich den wahrscheinlich, den Bock vorne drin, und werde den Bock von meinem nehmen. Also, ist ja eigentlich ganz einfach gemacht. Wie mache ich das mit dem Bock? Ich brauche ja hier das ganze Gedöns nicht, sondern die hier, und die stecken ja einfach bloß hier mit diese Bolzen drin. Da schmeiße ich hier die Bolzen raus, ziehe die Schare nach hinten weg, stecke sie bei meinem wieder drauf, Sache gegessen. Geht recht zügig, geht ruckzuck, und schon habe ich aus meinem dann eine mit Steinsicherung gemacht. Ja, und wie gesagt, der Anbaubock vorne, ich brauche ihn im Endeffekt nicht. Der ist halt jetzt dann über. Jetzt werden einige sagen, ach komm, richt sie halt alle 2 zusammen, dann hast du 2 Flüge, aber ist auch irgendwie Blödsinn, wozu soll ich 2 Flüge? Ich habe mir eher gedacht, bei meiner Schare ist ja vorne schon aufgeschweißt worden, die sind ja nicht mehr so toll, sind ja schon dran rumgebastelt worden, und der hier hat noch recht gute Schare, von daher habe ich mir gedacht, werde ich den hier zum Ackern Kartoffelbeet nehmen. Und die anderen Schare, die kann ich dann drauf machen bei Bedarf, wenn ich die da runtergeranzt habe. Oder fürs harte Pflügen, wie das Schälpflügen, was ich jetzt gemacht habe, muss ich euch später auch noch zeigen. Habe ich am Wochenende mal einen Versuch gemacht. Ja, auf jeden Fall. Mein neuer Pflug. Haltet mich für blöd. Meine Leute haben schon gesagt, noch ein Schrotthaufen mehr auf dem Hof. Ja, aber wie gesagt, die Steinsicherung, die hat mich gereizt, die ist nicht schlecht. Das passt mir ganz gut, dass die jetzt dabei ist. Und die Vorschäler hätte ich ja so nicht gekriegt. Die habe ich jetzt auch dabei. Von daher
passt es. Dann gibt es ein schönes, sauberes Bild. Und ja, die Schare sind wie gesagt auch noch ein wenig im besseren Zustand. Klar, total rostig jetzt. Der stand lange Zeit rum im Garten draußen. Gehört halt wieder gearbeitet damit, dann schaut der besser aus. Ansonsten vom Zustand hier farbtechnisch, naja, ist nicht mehr der beste. Da sieht mein Ruder ja noch besser aus. Von daher weiß ich noch nicht, ob ich, wie gesagt, da kann ich genauso den roten Anbaubock von mir dann drauf machen. Und dann mache ich ja mal aus zwei einen oder so ähnlich. Muss ich mal gucken, muss ich mal probieren. Und dann kann ich ja irgendwann, wenn ich Lust und Zeit habe, mal den roten schleifen. Das kannst du ja alles sandstrahlen und frisch lackieren und dann schaut der wieder wie neu aus und dann kann ich mit dem arbeiten. So vermutlich der Plan. So irgendwie in die Richtung. Müssen wir halt mal gucken, müssen wir mal probieren. Wollte ich euch auf alle Fälle nicht vorenthalten und das hat natürlich den Arbeitsablauf heute dann ein bisschen durcheinander gebracht, weil normalerweise komme ich von der Arbeit heim, umziehen, Klamotten auf und raus in den Stall, die Ställe machen. Anschließend dann rein, Abendessen, noch einmal vielleicht ein wenig aushocken vor die Haustür und ja, dann meistens ins Bett legen oder aufs Sofa sitzen, ein wenig Fernsehen gucken und dann Feierabend machen. Irgendwie so die Richtung wäre das normalerweise gegangen. So ist halt ein bisschen durcheinander. Ich habe wie gesagt gedacht, naja, es ist darum gebeten worden, ob ich nicht einmal so einen Arbeitsalltag von mir zeigen könnte. Da habe ich gedacht, ach, eigentlich nicht. Aber eigentlich schon. Und ja, man könnte ja mal so nach der Ernte jetzt quasi, ne? Ja, naja. Also heute früh, wie gesagt, deswegen habe ich da nicht viel gesagt. Ihr wolltet sehen, wie das abläuft. Habe ich so gemacht. Und ja, abends müsst ihr euch halt jetzt denken, ich wäre heimgekommen, hätte mich umgezogen, hätte die Stelle gemacht. Ich gehe jetzt gleich noch zu den Ziegen rein, mache die fertig, gehe dann Abendessen, weil es ist nämlich soweit. Es ist ja wie gesagt 6 Uhr, normal wäre ich ja um 4 Uhr daheim. Mache die Viecher gleich fertig und anschließend ja, geht es dann schon wieder mit dem Schweinestall, Hühnerstall weiter. Und dann ist irgendwann Feierabend, wird halt heute ein wenig später. Vielleicht hänge ich mir dann noch einen Kram an und probiere mal aus. Weiß ich noch nicht, aber hier sehe ich schon, das Rad ist definitiv im Eimer. Das ist kaputt. Von daher, wie gesagt, wäre es vielleicht wirklich nicht verkehrt, wenn ich den von meinem nehme. Tät sich eigentlich anbieten. Am KA15 hängt ja da an der E dran. Da ließe sich das Ganze ja relativ zügig umbauen. Mal sehen. Wir sehen uns dann nochmal. So Leute, wir befinden uns am KA15 unten auf dem Feld. Ein paar Proberunden. Naja, läuft noch nicht ganz so viel. Die Einstellung abgeschmiert wird, jetzt den gereinigt würde. Die Schare sind entlang, der Verband ist lang. Aber er schält ein bisschen und entlang. Und der kleine Fußtrainer, der macht wieder seinen Dienst und macht seinen Dienst. Muss das?
jetzt haben wir wieder geparkt. Wird langsam ein bisschen spät, ich muss das Video auch noch schneiden. Und ja, ich weiß nicht, den Nachbarn, man muss ja nicht unnötig strapazieren. Ist ja doch ein bisschen, naja, ein bisschen Spielerei ist es schon. Weil das ganze Feld ackern ist ja eigentlich Blödsinn. Mir ging es ja eigentlich bloß um die Disteln zum Abschälen, aber ich wollte das Ding jetzt blank kriegen. Hat allerdings mehr schlecht als recht funktioniert, weil, ja, das ist alles Dreck, was auf dem Rost pappt. Der Rost lässt es nicht schön abprallen. Deswegen ackert er jetzt auch im Moment recht scheiße, gebe ich zu. Und was man vielleicht noch dazu sagen könnte, ja, ich stelle ihn natürlich nur ganz, ganz flach ein. Ich will ja bloß die Disteln bearbeiten. Einstellungssache ist aber so, passt noch überhaupt nicht, weil hier oben drinnen ist er verstellt, der Kippwinkel. Sieht man schon, hier sind 5 Löcher zu sehen und hier sind es bloß 3. Sprich, in die eine Richtung kippt er schon gar nicht so weit, wie er muss. Wir haben ja Hanglage. Ja, jetzt kommen wieder welche und sagen, das ist ja noch kein Hang, aber es ist halt nun mal doch Hang. Und da zu ackern ist halt ein bisschen was anders. Da muss den Pflug ein bisschen anders einstellen. Ja, alles ziemlich festgegammelt und festgerostet. Der gehört halt erst einmal gründlich gereinigt, alles sauber gemacht. Vorne das Gestänge hier. Die Radverstellung, die klemmt total, die geht überhaupt nicht. Böse. Naja, und ein kleines Problem habe ich schon festgestellt. Leistungsmäßig juckt den Pflug der KA15 überhaupt nicht. Ob da jetzt 2 Schäler dran sind oder nicht. Dass der Pflug ein bisschen schwerer ist, sieht nicht genauso. Das Problem, was er hat, der Pflug ist ein bisschen schwerer durch die Steinsicherung. Ist halt ein bisschen massiver ausgelegt da oben. Siehst du schon. Ja, da war ein bisschen leicht auf die Vorderachse. Das hat man so ein bisschen gesehen vielleicht. Da hebt er die Beine. Naja, wie gesagt, das ist, jetzt pappt natürlich auch ein Haufen Dreck hinten dran. Die Hydraulik von dem Kram ist halt ein bisschen schwächer wie vom KL300, das muss man auch dazu sagen. Beim KL300 sind 1200 Kilo angegeben, die er hebt. Und bei dem sind es halt 540 Kilo, die er hebt. Also, ich meine, man kann hier keine Weltwunder erwarten. Der Pflug wird bei weitem nicht so schwer sein, der wird leichter sein, aber naja, naja. Auf jeden Fall, der gehört einmal gründlich gereinigt. Richtig gründlich, alles sauber gemacht. Die Schare gehört nochmal mit Öl eingepinselt, dass es ein bisschen besser flutscht. Ja, wenn es geregnet hätte, wäre es mit Sicherheit auch besser, dann wäre der Boden ein wenig schmieriger. Wäre mit Sicherheit auch ein bisschen besser. Ja, ich warte immer noch auf Regen. Wir hatten am Wochenende mal 3 Muckenschiss. Wirklich war 3 Muckenschiss, es war kein Regen in Sicht. Nass geworden ist gar nichts, wir warten immer noch. Heute war es den ganzen Tag zugezogen, hätte man meinen können, jetzt kommt mal was. Wieder nicht. Zum Mäusemelken. Wirklich war zum Mäusemelken. Wenn da nicht bald der Regen kommt, dann haben wir ein Problem. Tja. Jetzt wisst ihr auf alle Fälle, was heute bei mir so abging. Die Viecher sind jetzt alle fertig, die habe ich vorher noch gemacht nach dem Essen. Und bin ja dann runter und habe gleich den Pflug ausprobieren wollen. Ach, das hat mich jetzt in die Finger gejuckt, ich wollte jetzt die Vorschäle. Aber gut, die können natürlich jetzt ihren Sinn und Zweck nicht so ganz erfüllen, weil, ja, ich müsste noch tiefer runterstellen. Nur, da ist eigentlich keine Bohrung mehr dafür vorgesehen, weil so flach wie ich jetzt ackern tue, ist eigentlich auch Blödsinn, macht man ja nun mal nicht. Soll ja aber nicht ackern sein bei mir, sondern das soll ja wirklich schälen sein, gegen die Disteln ein wenig. Die ganzen anderen Stellen unten, die man gesehen hat, das hat alles der AG 105 in Rot gemacht, mein roter Eichepflug. Und ja, die langen Bahnen, die jetzt waren, die habe ich jetzt mit dem gezogen. Ich habe einfach jetzt die Lust und Laune mal dazu gehabt. Ich wollte jetzt einmal so richtig schöne lange Bahn durchziehen und wollte mal sehen, wie das läuft. Also eigentlich hat er ein sauberes Schnittbild, eigentlich läuft er schon schön sauber. Aber naja, wie gesagt, wenn der Boden feuchter wäre, man merkt halt dann doch die Schwimmstellung, es zieht nicht richtig in den Boden. Wenn der Boden recht trocken wird, dann schleift er mehr oben drüber, dann macht er gar nichts mehr. In trockenen Boden geht der Pflug einfach beschissen und ich meine, es geht aufs Material, man muss es nicht übertreiben dann.
Ich könnte natürlich per Drücken dann immer wieder neu schieben und neu matschen. Aber ja, wie gesagt, das geht halt dann irgendwann aufs Material und es muss auch nicht sein. Ja, was ich mit dem Ding mache, weiß ich jetzt wie gesagt noch nicht. Das Rad vorne hält doch die Luft. Ich werde ihn jetzt einfach mal gründlich sauber machen, dann schaue ich mal, wie der ausschaut. Ach so, den gelben Griff da oben drauf, den habe ich mir von meinem anderen stibitzt. Man bräuchte wahrscheinlich gar keinen Griff, aber ja, zum Draufhauen, mal schnell zum Wenden, ist natürlich schon schöner. Hier fehlt halt jetzt das Fett, es geht saumäßig schwer und saumäßig stramm alles. Also da bewegt sich gar nichts. Von daher, ja, ein bisschen zu arbeiten wird er kriegen, wenn er mal richtig sauber ist. Dann muss der auch mal blank werden. Der rote, der ist ja blank. Das habe ich nicht gefilmt, wie ich mit dem geackert habe, die Disteln. Wie gesagt, da hatte ich keine Kamera dabei, weil ich gedacht habe, das funktioniert eh nicht. Da hat es besser geklappt, wie gedacht. Und dann war es aber außen vor der Temperatur so schön, hab ich keine Lust mehr gehabt, vom Bulldog abzusteigen. Habe noch ein wenig rumgeackert. Ja, und dann war schon wieder Feierabend. Und dann habe ich mir gedacht, scheiße, jetzt hast du wieder nichts gefilmt. Hat sich jetzt natürlich gut angeboten, dass der da gekommen ist. Auch wenn, wie gesagt, das Schnittbild eher bescheiden im Moment ist. Da muss er halt einmal gründlich gereinigt werden und dann wird es besser. Möglichkeit besteht natürlich immer noch Aufschweißspitzen vorne ran zu machen. Dann zieht es eine leichte in den Boden. Ich denke aber mal, die würde es nicht brauchen, wenn, wie gesagt, der Boden ein wenig feuchter wäre. Wie gesagt, man ackert ja nicht, wenn das draußen staubtrocken ist. Da ist ja selbst das Grubberfahren immer so ein wenig. Also man sieht schon im Feld ein paar so Stellen, da ist der Boden recht feucht. Das sind die Nassgallen. In den Nussgallen drinnen kannst du da schon erben, das geht. Aber es ist halt trotzdem immer irgendwie bescheiden. Es ist nicht das, was man möchte. Von daher, wegen mir darf das gerne, gerne ein bisschen regnen. Dann macht die Sache nämlich gleich noch mehr Spaß. So, und ansonsten ist er ja genau aufgebaut wie der andere. Da gibt es ja keinen Unterschied nicht weiter. Wie gesagt, bis auf die Vorschäler, die anders angebracht sind und die Steinsicherung. Jetzt bin ich, wie gesagt, am Überlegen, was ich jetzt mit meinem anderen dann mache. Beide herrichten, das wäre irgendwie übertrieben. Obwohl, was natürlich eine geile Sache wäre, da hätte ich auch mal richtig Bock drauf. Die beiden Krame, die beiden Eicherpflüge und dann gib ihm auf den Acker. So im Gespannfahren. KA 15 voraus, KL 300 hinterher oder so ähnlich. Und ja, hinten dann immer wenden. Und nächste Spur. Wäre schon mit Sicherheit interessant, aber ja, wann magst du das bloß einmal für einen Gag oder so? Ich denke, ich werde den einen dann die Schare runterbauen. Die Schare hebe ich mal auf. Ist ein Verschleißteil. Falls man sie mal braucht, hat man sie. Und ja, auch diese Blattfedern, die hier drin sind. Also die hier, die werde ich mir aufheben. Das Stützrad werde ich mal aufheben. Vielleicht den Anbaubock da oben ein paar drüber. Aber den ganzen Flug im Ganzen, ja, ist vielleicht doch ein bisschen einfacher wäre es, aber meiner Leute haben vorhin schon wieder so geschaut, wie jetzt so der Nuch hat drum auch geschafft und wieder anhaben geschlafen. Was will er denn mit Nuch so ein Ding um? Ich verstehe sie schon, weil eigentlich ackert man mit denen ja nicht mehr. Auch wenn es, wie gesagt, richtig Laune machen würde, mal ein komplettes Feld nur mit dem zu machen. Prinzipiell, wenn es nicht schon so spät wäre. Ich glaube, ich wäre noch ein paar Bahnen gefahren. Ich hätte auch geschaut, dass ich den noch richtig einstelle oder was, aber A, es ist, wie gesagt, schon ein bisschen spät. Und B, ja, die Nachbarn strapazieren, möchte man denn dann doch auch nicht. Zumindest nicht wegen sowas. Normalerweise hätte ich ja eine Gruppe. IHC und Gruppe und gib ihm und dann passt die Sache auch. Für den Rest würde das ja reichen. Aber naja, so ein bisschen den Spaß, den wollte ich mir nicht nehmen lassen. Mit meinem Feld in Betzberg draußen, da habe ich mich leider ein bisschen verdan. Das ist nicht jetzt ab Herbst, sondern das ist ab 31.03. frei. Heißt, 31.03., das ist März, muss ich gucken, was ich daraus mache. Da muss es dann auf jeden Fall gemulcht werden und geackert werden. So schaut jetzt der Plan aus und dann, ja, ich habe schon überlegt, ob ich da eine Usanvase mache.
Und da unten anhaben. Da unten haben wir jetzt aber gesagt, wollen wir wahrscheinlich auch Braugästen machen und danach dann den haben, den wo ich habe. Irgendwie so oder so ähnlich. Das müssen wir mal gucken, weil den haben, den wo ich habe, der langt nicht für die Flächen. Zusätzlich noch ankaufen, ist auch wieder Blödsinn, weil ich keinen Abnehmer dafür habe. Muss ich erst noch mal gucken, wo ich dann jemanden finde. Und dann wird man schon sehen. Aber so auf jeden Fall habe ich die Möglichkeit, einmal unten auf dem Feld auszuprobieren. Und das macht ja, wie gesagt, da richtig Laune. Mich reizt es eigentlich schon wieder, den hier zu sandstrahlen und schön in dem Eicherblau, in dem Taubenblau oder was das ist. Der Taubenblau ist das eigentlich nicht, das ist ein spezielles Blau. In dem zu lackieren. Auch die Felge wieder schön rot. Und ja, hätte ich schon ehrlich gesagt so ein bisschen Lust dazu. Aber das nächste, was fertig werden muss, ist definitiv der Miststreuer. Ich kann nicht hier den Miststreuer jetzt da einfach links liegen lassen, weil der wird definitiv als nächstes gebraucht. Der Pflug nicht zwingend, der ist eigentlich gedacht fürs Kartoffelbieler und ich habe einen großen Pflug, der einsatzfähig ist. Von daher sollte ich es vielleicht jetzt nicht übertreiben, hier an dem rumzupobeln, sondern nochmal schauen, dass ich eine Baustelle fertig bringe. Aber ihr wisst schon, wie das ist. Man hat nicht nur eine, man hat ja gleich mehrere und weil man dann so viel Spaß hat, dann holt man sich die nächste noch rein. Ja, so ist es halt. Na gut, das soll es jetzt auf alle Fälle für dieses Video gewesen sein. Erstens einmal beißen jetzt die Schnecken. Genau. Zweitens einmal, Video muss ich auch schneiden. Und drittens einmal, morgen muss ich wieder arbeiten. Und von daher tät ich jetzt so. Jetzt wünsche ich euch eine schöne Woche. Wir sehen uns am Freitag wieder. Schauen wir mal, was bis dorthin passiert ist. Vielleicht habe ich bis dorthin nochmal Streuwalzen gemacht. Oder einen Flug. Wie gesagt, der Reiz wäre schon wieder da. Ich habe das ganze Jahr darauf gewartet, endlich den Pflug nochmal auszuprobieren. Dann habe ich den roten ausprobiert und jetzt habe ich den blauen noch dazu. Ich weiß, ich übertreibe es manchmal. Na gut, in diesem Sinne, eine schöne Woche. Servus!